Ja, ich begrüße heute Abend Herrn Robert Stieglitz, den Boxweltmeister, und freue mich auf ein interessantes Interview. Schönen guten Abend. Guten Abend. In dem WM-Kampf, wo Sie Weltmeister geworden sind, hat Ihr Gegner aufgegeben. Wie haben Sie sich in der Sekunde gefühlt, wo er das Handtuch geworfen hat? Ja, das war einfach ein schönes Gefühl. Also ich war eigentlich schon kurz davor. Also ich habe diesen Moment also erwartet, weil wie gesagt, also ich kann schon, also ich hatte in diesem Moment so ein Gefühl, dass er schon pleite ist. Also ich meine, also physisch ganz kaputt ist. Und ich habe zwar das schon erwartet, aber dachte, naja, okay, vielleicht eine Runde macht er noch mit und da werde ich ihn, wie gesagt, zerstören. Aber das hat er von sich selber sozusagen Handtuch geworfen und ich habe mich einfach gefreut. Mussten Sie in dem Kampf an Ihre Leistungsgrenze gehen oder war noch Reserve da? Nee, ich glaube schon, dass es da noch also Reserve gab. Also okay, was ich ja damals ja gemacht habe, 10 Runden. Es war zwar höher Tempo, aber ich hatte auch noch so viel Kraft, dass ich ja noch vielleicht noch 10 Runden noch machen könnte. Ja. Ja, da ist ja immer so eine gewisse Spannung. Also wenn man in den Kampf geht beim Boxen, man hat natürlich die Hoffnung, man gewinnt. Ich habe ja viele Kämpfe gesehen und einer der beiden ist natürlich immer enttäuscht, das ist ganz klar. Ihre Erwartung, also in dieser Aufstiegsphase, Aufbaukämpfe und dann den WM-Kampf, wie kann man das beschreiben? Also in welcher Zeitspanne soll das vorgehen? Ja, das ist ja immer wieder unterschiedlich. Okay, also bei mir hat es ja, also ich hatte schon gewisse Erfahrungen also gesammelt und klar, ich habe mich immer so auf WM-Kampf ja gefreut und also zu diesem Kampf habe ich ja alles Mögliche gemacht. Ich habe mich ja wirklich also fleißig daran gearbeitet und habe mir wirklich Mühe also dafür gegeben. Und ich habe auch so spezielle Sachen wie was betrifft Leistungsdiagnostik gemacht. Und das waren also Werte so 1A und deshalb dachte ich, okay, wenn ich ja ins Kampf reingehe und alles gebe und wenn ich ja dieses Ding noch nicht gewinne, dann tut mir leid, aber dann bin ich ja nicht zu schaffen dafür. Ich bin ja in dieser Stimmung also reingegangen und das hat wunderbar funktioniert. Also ich habe ja meine Bestes also gegeben und ich habe ja, wie gesagt, es hat mir gelungen, also Sieger zu sein und darauf stolz. Während des Kampfes, wenn Sie boxen, greift der Trainer bei Ihnen mehr ein oder ist das vorher so abgestimmt, dass Sie Ihren Kampfstil durchziehen können, ohne dass der Trainer Ihnen noch Korrekturen gibt? Ja, vor allem Trainer ist eine also vertraute Person im Ring, also wenn ich jemanden höre, dann soll es ja noch Trainer sein. Zu diesem Kampf zurück, also was ich in Budapest also geleistet habe, okay, es war vor allem so Taktik-Sache. Wir haben das von vornherein uns abgestimmt, wie ich mich verhalten soll. Und, aber klar, also in jeder Runde, was mir der Trainer sagt, muss ich auf ihn hören und ich glaube schon, dass ich ja das mache. Und ich habe alle seine, was er mir empfohlen hat, habe ich ja so gemacht und dann bin ich ja Weltmeister geworden. Also sozusagen auch in der Abstimmung mit dem Trainer. Jawohl. Das ist ein Baustein zur Weltmeister. Richtig. Ohne Trainer und ohne die ganze Strategie umgeben, also wird er kein Weltmeister. Wie bezeichnen Sie Ihr Verhältnis zum Trainer? Weil der ein oder andere Boxer hat ja so ein vaterschaftliches Verhältnis. Das heißt also, der Trainer ist Freund oder Vater oder Ersatzfahrer. Wie ist das bei Ihnen? Ich würde mal also so sagen, also sehr guter Freund und das ist eigentlich der beste Freund. Also wir verstehen uns schon ohne Worte. Und ich glaube schon, dass also mein Trainer kann man als bester Freund also bezeichnen. Wie sind Sie zum Boxen gekommen? Das ist eine ganz lange Geschichte. Ich treibe einen Sport, also Kampfsport mäßig. Seit ich ja 6 bin, habe ich mit Training angefangen, dann 5, 6 Jahre Karate gemacht. Und dann irgendwie, es war für mich
diese wenige Spannung da dran sind beim Karate. Und dank meiner, also unserer Beziehung, also bin ich jetzt also zum Boxen gewechselt. Weil mein erster Trainer war unser also Familienfreund und bin ich eigentlich hingegangen. Und seit ich ja 15 bin, mache ich ja also nur Boxen. Erst als Amateur? Richtig, erst mal so Amateur gemacht. Knapp fünf Jahren. Auch also bei der russischen Meisterschaft also teilgenommen, wurde einmal Dritte und ja, dann bin ich also hergezogen und also gleich Profi geworden. Aus meiner Sicht ist ja auch Sport für Zuwanderer in Deutschland eine Möglichkeit zum Aufstieg. Wie sehen Sie das? Also auch zur Integration in die Gesellschaft, nicht nur um Weltmeister zu werden, sondern ich glaube, man kann dadurch ein gutes Vorbild für andere sein. Ja klar, das kann man so sagen. Also ich habe mich ja wie gesagt integriert dank also Sport und ich habe mich gut in der Umgebung also reingerutscht und dadurch wurde ich auch also bekannt und dass ich ja meine Umgebung geschafft habe. Und klar, da auch Geld dran verdienen. Also verdienen noch, immer noch. Ja, ich hoffe noch viel, lange. Ich hoffe. Was sind Ihre nächsten Ziele? Also demnächst Weltmeister bleiben. Also ich werde jetzt am 7. April meinen Titel weiter verteidigen in Magdeburg, Gardanhalle. Ja, Ziel weiter Weltmeister zu bleiben und lange wie möglich und um gesund zu bleiben. Steht außer dem nächsten Gegner noch weitere potenzielle Kandidaten im Raum im Moment? Nee, im Moment, also wir planen nur der erste Kampf, wenn der Kampf vorbei ist, dann können wir weiter planen. Also bis dahin planen wir nicht. Gut. Ja, dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass es klappt und bedanke mich für das Interview. Vielen Dank. Ja, das war's. Ich hoffe, die Zuschauer haben viel Spaß gehabt daran und ich hoffe, es war auch informativ, damit man so einen kleinen Überblick hat, was in nächster Zeit noch auf die Zuschauer an interessanten Kämpfen kommt. Vielen Dank.